Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil. Heute hat uns Manni hierher eingeladen und er zeigt uns eine Holzpelletanlage, Heizung und deckt auch ein paar Mythen mit uns auf. Genau, ganz, ganz interessant und schaut euch das Video bis zum Ende an, denn am Ende gibt es, wie bereits schon vor Wochen vorangekündigt, eine kleine oder sagen wir mal große Überraschung. Große, richtig. Hallo liebe Zuschauer, ich bin Manni von Vitaholz und wir zeigen euch heute, warum das Heizen mit Holzpellets genau das Richtige für euer Haus sein kann und worauf ihr achten müsst. Bei mir sind heute Steffi und Sebastian von Mr. Handwerk. Schön, dass ihr da seid. Hallo Manni, wir freuen uns auch, dass wir hier sein können. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne und ich freue mich, dass wir zusammen das Thema Holzpellets besprechen können. Ja Manni, dein Kollege von der Bayer Haustechnik, der Florian, der hat uns letztes Mal so gut über die ganzen Heizungsarten informiert. Und deswegen sind wir auch heute hier, weil wir uns einfach mal live die Holzpelletheizung anschauen wollen. Genau, die hat er uns empfohlen, dass die perfekt bei Schwiegermama reinpassen würde. Genau, also Florian hat es mir ja auch erzählt, dass euer Haus oder bei deiner Mutter das Haus ja noch nicht saniert ist und eine alte Ölheizung verbaut ist. Und das ist halt perfekt, weil den Lagerraum von den Öltanks, wo die Öltanks aktuell drin sind, kann man als Lagerraum super verwenden für die Holzpellets. Und den Kessel kann man 1:1 tauschen. Das ist perfekt geeignet dafür. Super. Bin gespannt, wie das ausschaut. Ja. Für die Holzpelletheizung gibt es ja sogar eine Förderung. Die beträgt aktuell 20% vom Staat. Dadurch müsste nur 20% weniger bezahlen. Und von den Kostenfaktor her müsst ihr auch nur eure Ölheizung tauschen. Das heißt, ihr habt keine weiteren Kosten dafür, weil ihr Kessel einfach bloß tauschen könnt. Das andere kann bestehen bleiben. Das heißt, wir müssen das Haus nicht isolieren. Nein, nichts. Ne? Das ist doch super. Eine super Voraussetzung auf jeden Fall. Ja, kann dafür bestehen bleiben, weil die Holzpelletheizung die Wärme bringen kann. Ja, Manni, das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr, sehr wichtig und wir wollten mal dem Ganzen auf den Grund gehen, den Mythos, den es gibt, dass vielleicht Wälder sogar abgerodet werden dafür. Ganze extra. Wälder dafür, ne? Also den Vorurteil kann ich wirklich ausräumen. Es werden nicht extra Wälder gerodet für die Pellets zur Herstellung. Also wir verwenden wirklich das Sägenebenprodukt von der Sägeindustrie, den Sägespan, was einfach beim Sägen anfällt. Und wir sprechen auch gerne bei Vitaholz davon, dass wir einfach Holz ein zweites Leben schenken. Oh, schöner Spruch. Ja, schöner Spruch. Wo kommen denn die Holzpellets her? Das war gesagt, die Bäume oder das Restholz? Ja, also wir bei Vitaholz haben es wirklich groß auf die Fahne geschrieben, das regional zu machen. Wir haben regionale Partner, wo wir regional die Pellets produzieren lassen, aus regionalen Wäldern. Das heißt deutschlandweit? Oder deutschlandweit. Wir haben deutschlandweit auch unseren Fuhrpark stationiert, deutschlandweit soweit, auch in der Region, damit wir einfach kurze Transportwege haben. Das ist super. Gibt es denn gute und schlechte Pellets? Kann ich die unterscheiden? Oder worauf kann ich da achten? Ja, die kannst du natürlich unterscheiden. Ja. Also solltest du darauf achten, dass deine Holzpellets EM-Plus zertifiziert sind und für euch, für die Nachhaltigkeit, auch PFC zertifiziert ist, soweit. Weil ihr habt das Nachhaltigkeitsthema auch mit dabei. Weil einfach für jeden Baum, wo gefällt wird, auch ein neuer gepflanzt wird. Ach, schön. Das wir, ist super. Wir bei Vitaholz, unser Produkt Vitaholz, hat beides, ist beides zertifiziert nach EM plus 1, wo dann nicht nur das Produkt selber zertifiziert ist, sondern auch die ganze Logistikkette. Das heißt, auch unsere Fahrer und so weiter sind geschult und sind da auch soweit instruiert, wie sie umgehen müssen mit dem Produkt und so weiter. Okay. Und auch unser Produkt auch PFC zertifiziert. Das ist eine tolle Sache. Ja, ja, finde ich auch. Wie sieht es denn da mit dem Feinstaub aus, also mit diesen Emissionswerten? Die sind ja auch sehr wichtig. Ja, da gibt es auch eine Verordnung, das ist die Bundesemissionsschutzverordnung. Und da ist es festgeschrieben, dass eine Holzpelletheizung nur 20 Milligramm auf den Kubikmeter ausstoßen darf. Das wird vom Schornsteinfeger gemessen. Oh,
wir sind jetzt hier bei der Pelletsanlieferung. Mhm. Der Fahrer hat soweit alles aufgebaut, seinen Schlauch hergelegt, seine Absaugebläse hergestellt. Mhm. Und über den Schlauch werden jetzt die Holzpellets in den Lagerraum befüllt. Okay, wie viele sind das ungefähr? Tonnen? Im Lagerraum meinst du? Mhm. Im Lagerraum passen hier ungefähr 6 Tonnen rein. Okay. Boah. Das ist schon viel. Und ich sehe gerade 2 Schläuche. Wozu genau. Brauchen wir den zweiten Schlauch mit Gebläse? Also, das ist der eine Schlauch ist der Befüllschlauch und vom Gebläse ist es der Absaugschlauch in dem Sinn, weil es wird ja über einen Befüllschlauch Holzpellets eingeblasen mit Luft und so weiter. Und damit der Lagerraum nicht gesprengt wird in dem Sinn, einfach gesagt, erzeugt es da einen leichten Unterdruck, damit die Luft rausgesaugt wird. Okay, wie lange braucht der jetzt ungefähr, um das zu befüllen komplett? Also bei den 6 Tonnen liegen wir ungefähr, ja, so grob, je nachdem, so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Ah ja, muss man schon einplanen. Muss man schon einplanen, okay. Ja. Ja, wir stehen jetzt hier neben der Heizung, neben der Holzpelletsheizung im Heizraum. Wir haben hier einmal den Füllschlauch, wo der Tagesvorratsbehälter befüllt wird und einmal auch wie oben beim Beliefern auch die Luftzurückfuhr in den Heizraum, in den Lagerraum soweit. Und hier hinten haben wir noch den Pufferspeicher stehen hinter uns und hier der Kaminanschluss für die Abgase von der Heizung soweit. Und das ist die Anlage zum Verbrennen, richtig? Genau, das ist die Anlage zum Verbrennen. Hier werden dann die Holzpellets verbrennt soweit. Schön kompakt und klein, finde ich, sehr überschaubar. Ich habe mir das Größe vorgestellt. Ja, ne? Wenn man jetzt diesen Umbau bedenkt von Ölheizung auf Pelletheizung, dass man da so ein bisschen den Stauraum im Blick hat. Ne? Richtig, also aber man kann einfach in dem Sinn, wo die alte Ölheizung standen war, einfach den neuen Pelletskessel hinstellen und den Lagerraum einfach da, wo die Öltanks gestanden waren, einfach austauschen und da reinbauen. Das heißt, hier werden die Pellets verbrannt, mit dem Schlauch angesaugt. Genau. Vom Silo oder vom Lager. Vom Lagerraum, genau. In den Tagesvorratsbehälter werden die dann angesaugt. Mhm. Und da ist der Warmwasserbehälter, ne? Der Speicher dann. Hinter mir steht dann der Warmwasserbehälter, wo halt dann für zuständig Warmwasseraufbereitung und für den Heizkreislauf. Für die Heizkörper dann, ne? Ja, genau. Okay. Die warme Luft, die hier drinnen entsteht, die wird dort gespeichert quasi. Genau. So ein Wärmespeicher? Nee. Die Heizung macht ja das Wasser warm. Genau. Ja. Und dadurch kommt das warme Wasser rüber. Dann das heißt, ich könnte theoretisch später einmal bei uns, das wird deine Mama, eine Photovoltaikanlage oben anbringen, die dann in den Kreislauf mit einbinden. Das heißt, der Kessel, beziehungsweise ich muss dann nicht so viele Pellets verbrennen. Ne? Genau. Das kann man ja kombinieren dann. Ja, das wäre super. Das ist klasse, ja. Das kann man gucken. Die Kombination. Ja. Wie oft saugt der an? Ist das laut? Also es ist so wie ein Staubsauger ungefähr und das ist einmal am Tag. Und das kann man auch einstellen, wann er saugen soll. Wie gesagt, das sind 30 Kilo, der hier saugt einmal am Tag an. Das heißt, er verbrennt Spitzenzeiten 30 Kilo am Tag. Genau. Okay. Und das Display, mache ich da irgendwas? Muss ich da was vornehmen als Privatmann? Nee, normal. Man kann hier die Heizung einstellen, aber normalerweise brauchst du nichts einstellen. Also der Kessel läuft soweit. Florian hatte damals im ersten Teil erwähnt gehabt, dass man das Ganze, Aschebehälter, dass man den leeren muss. Genau. Das muss man hier auch machen. Das muss man hier auch machen, der ist hier drinnen soweit. Das ist einmal im Jahr, je nachdem, was man verbrennt. Aber im Normalfall einmal im Jahr Aschebox leeren. Ja. Und wartungsmäßig ist da irgendwie was zu beachten? Muss ich das mehrmals warten als so eine Gasheizung oder Ölheizung? Nee, auch wie bei den anderen halt so einmal im Jahr einfach mal warten. Ja. Klasse, ich bin echt erstaunt, dass es nicht so groß ist. Ja, ne? Also wie eine normale Gasheizung. Ne? Auch wie modern das aussieht. Schön. Schick. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch das Thema Holzpellets ein bisschen näher bringen. Und wenn ihr Interesse an unserem Produkt habt, dann schaut gerne unter vitaholz.de vorbei. Hier könnt ihr auch unser Gewinnspiel einsehen, wo ihr eine Holzpelletsheizung gewinnen könnt. Ja, ihr beiden, schön, dass ihr da wart und mich begleitet habt und den Zuschauern dieses Video zu ermöglichen. Ja, vielen Dank, Manni, für die Beratung und für den Besuch, ne, dass wir uns das Ganze mal anschauen durften, live, wie sowas aussieht dann. Mhm. Und vielen, vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Toi, toi, toi. Wir wünschen euch super viel Glück und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir verabschieden uns für heute erstmal und wünschen natürlich allen Teilnehmenden viel Glück. Handwerker Daumen nach oben. Und ein Kommentar, falls ihr Interesse habt. Ihr kennt das. Genau. Bis bald. Ciao. Komm mit.